bekannt für Theater, Cafés, Spielhallen und Prostitution. Diese Aktivitäten waren nur der Deckmantel für eine Schmugglerin der Tempel. Ihr müsst euch die Schätze schnappen, die sie gestohlen haben. Und dann würde ich damit mal sagen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren sehr haarigen Folge von Assassin's Creed Unity mit dem haarigen Pronoob und dem haarigen Lenny, aka Kronos. Was hast du denn noch für Kack ansagen, Mann? Keine Ahnung. Nein, spring nicht, ich bin hier noch drin. Tu's nicht, nein. Und so einen breitgebauten Pronoob und einen gut aussehenden Lenny, sag ich das mal. Jetzt hast du schon gespoilert. So. Ja, so rede ich nun mal. Ich hab's gespoilert. Ja, einmal mein 10-Fakten-Video. Hier ist ein Untergang. Hier können wir durch die Tunnel rein. Geh hier am besten rein. Lenny, hier. Hier. Ja, sag mir das halt hier. Ja, ich wusste nicht, dass du so schnell hier hochkletterst. Auf jeden Fall, in einem meiner früheren Videos. Ich komme zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity mit dem Nazi-Pronoob und dem aussehenden Lenny. Hast du deine Aufnahme jetzt erst gestartet? Was? Hast du deine Aufnahme jetzt erst gestartet? Nein, aber ich habe es einfach so gesagt. Ach so. Ich bin aber kein Nazi. Hier ist eine Truhe, die hast du übersehen. Erster. Mein Schatz! Wie viel war da drin? Alter, wieso bin ich auf einmal hier hinten? Guck mal! Ich bin einmal durch das Ding hier gebuggt. Na gut, Assassin's Creed Unity hat doch mehr Bugs, als ich dachte. Aber ja, nicht so verheerend. Wie viel war da hier drin? 500. Warte mal. Bevor ich einen Moment mal, was macht diese Frau hier drin? Das ist sehr verdächtig. Ich bin eine Frau. Ich auch. Guck mal, ich bin hässlich. Oh. Echt? Hast du dich auch verkleiden können? Ja, weil du glaube ich in der Nähe... Wenn du rennst, hast du dich verkleiden können oder hast du dich selbstständig verkleidet? Hat dich automatisch verkleidet, weil ich nah genug an dir ran stand. Das ist wie bei meiner Fähigkeit, wenn ich dich heile. Okay, pass auf, ja, hier geht's raus. Warte, ich sag dir schnell, wenn du verkleidet bist und dann springst du oder so... Dann geht's weg. Warte, stopp, ich muss was anderes aktivieren. Warte noch kurz. Warte, wir dürfen hier sogar rein. Wir sind einmal unter das Ding her. Draußen ist sogar ein Händler. Warte, Fortschritt. Warte, wo stand das nochmal? Weiß ich nicht. Fernfassung, Ausrüstung, aktive Fähigkeiten. Ich aktiviere Gemeinschaftssinn. Okay. An euch Leute, Gemeinschaftssinn ist es eher auch das Adler, oder das siehst du es, oder? Ja. Also wir müssen in das Gebäude hier rein. Dann gehen wir am besten hier durch. Hier ist ja so ein Heini, den kenne ich jetzt, ja? Da war das. Darf ich? Hast wohl keine Lust mehr zu kämpfen? Meine Patronen klingeln einfach nicht. Siehst du, mit meinem Plan hätte es funktioniert. Da hinten sind zwei, das sind jede Menge im Hof. Boah, pass auf. Direkt hier ist einer. Warte, ich kann ihn durch die Wand sehen. Konnte ich gerade. Pass auf, da ist einer. Verdammt, jemand hat mich fertig. Schnell, lauf. Die haben mich jetzt gesehen dadurch, dass du da auch warst. Okay, jetzt sie weg. Schnell. Warte, ich schieße das sind zu viele, ich schieße eine Berserkerklinge rein, sobald ich wieder was sehe. Greif mal niemanden mehr an. Ich bin weg. Jetzt habe ich dich getroffen, weil du da weggerannt bist. Jetzt habe ich nur noch einen Schuss. Toll, du hast den fast umgebracht, der noch am Leben hätte sein müssen. Dass der Berserker war. Ach egal, wir haben einfach komplett verkackt. Wir sind alle tot. Oh shit. Nicht angreifen! Jetzt sind die auch wütend auf uns. Du willst mir jeden umbringen. Was hast du getan? Stirb, du Bastard! Und finish him! Der Move war so geil. Komm zu mir, dann heile ich uns. Dann versuchen wir es nochmal.
So, Heilung! Seht, unser Leben geht jetzt wieder ein bisschen hoch. Zwar nicht sehr viel, da wir beide sehr viel Leben haben, aber heilt uns trotzdem beide voll. Guck mal, der hat Schmerzen. Versager. Tötest du den anderen noch? Alter, wie das Blut hier an die Wand spritzt. Er hat Spritzen gesagt. Wir gehen oben rum, beklettern. Wir müssen die Hälfte der Belohnung machen. Jetzt muss alles safe gehen. Ja. Aber ich habe meine ganzen Rauchgranaten verballert. Dann musst du gleich die Leute plündern, wenn du jemanden sich nur plündern kannst. Die lassen die ja manchmal fallen. Ich halte ihn aus. Hätte ich auch geschafft. Oh, hier sind ganz viele, ganz viele sind hier. Die nimmst du rechts, nicht in den linken. Von denen hier. Hier ist nochmal zwei. Du den rechten, ich den linken. Und du den da hinten. Schalt den letzten aus. Hab mich schon gesehen. Warte, sehen wir jetzt, ob er kommt. Okay, der ist tot. Ich soll die Phantomklinge nicht verschwenden. Aber du benutzt die für fällige Momente, wo man einfach auch nicht selbst sein muss. Da unten sind noch mehr. Ich hab noch eine Berserkerklinge. Einen Schuss habe ich noch. Ich könnte den Scharfschützen da unten abschießen, der knallt dann alle im Hof ab. Soll ich das machen? Lenny? Welchen? Den da unten, einen der Scharfschützen mit einer Berserkerklinge. Ich hab schon einen abgeschossen. Einen der Scharfschützen? Nein, normal. Den Scharfschützen kannst du doch abschießen. Ja, das bringt einen wiederum nicht. Der braucht ewig zum Nachladen, weil guck, der Scharfschütze, der kriegt gerade dermaßen aufs Maul. Ja, ich weiß nicht, welche. Ja, weil du einen unten genommen hast. Glaube ich. Nur der Scharfschütze ist hier oben, dann kann er nicht getroffen werden. Der ist tot. Ach, egal. Wo kommen wir denn hier rein? Da unten ist ein offenes Fenster auf der anderen Seite. Folgt mir mal, aber. Wir eliminieren erst alle Scharfschütze, weil die werden. Ja, die sind mega nervig. Hier hinten sind recht viele. Hier muss man aber aufpassen. Ich werde meine Phantomklinge im schlimmsten Fall mal ausrüsten. Falls ich die nicht so normal ausgeschaltet kriege. Ein Hoch auf die Dummheit der NPCs. Der muss weg. Ich schalte hier auf der Seite gerade ein paar Scharfschützen aus. Aber hier sind noch welche, aber nicht mehr so viele. Ja, ich habe ihn am Arm getroffen, gerade noch so. Ja. Nur sind die blind, die meisten Gegner. So, ich habe hier fast alle Scharfschützen erledigt. Will der da unten das Lucian noch abballern? Nee, ich glaube, es sind zu wenige. Ja, unten sind bereits fast alle weg. Aber hier, wo ich bin, hier ist irgendwo ein offenes Fenster. Da können wir rein, glaube ich. Ich gehe mal hier hin. Damit er mich nicht sofort sieht, damit ich sehe, wo das Fenster ist. Irgendwo hier war eins auf. Da hinten ist das, aber er würde uns sehen. Killst du den und ich gehe rein oder andersrum? Ich schalte den dann aus. Warte, da vorne sind noch zwei Typen. Schalte du den Scharfschützen aus. Na toll. Da vorne. Ich kann jetzt nicht mehr hier rüber. Ah, jetzt. Ich kletter schon mal durchs Fenster. Und welches? Durch das offene hier. Deswegen habe ich ja den Weg hier frei gemacht, da hier ein offenes Fenster ist. Wieso gehen wir nicht einfach da rein, wo der Scharfschütze war? Da geht's auch rein? Ach egal jetzt. Hier ist eine Truhe, deswegen hier rein.
Wie ist dein Leben? Hab 300 Livre gefunden. Das, welches Fenster, wo der Scharfschütze war, welches meinst du denn? Da bist du. Wo bist du ja? Welches Fenster meinst du? Ist die schon sabotiert, die Glocke? Ja, die habe ich gerade sabotiert. Ich habe mal gedacht, da oben war der Scharfschütze drin. Wir müssen hier irgendwo eine Tür. Ja. Oh, nee, das waren nur die ganz normalen Waffen. Ich dachte, der wäre da. Ich dachte, der wäre offen. Ich suche gerade auch irgendwo ein offenes Fenster. Mein Fenster hat sich als pleite rausgestellt. Das war nur da, weil da eine Truhe war. An die man sonst nicht rangekommen wäre. Wo ist dieses Fenster? Ich will diese Truhe. Ich dachte noch ein Fenster. Das Fenster an der Seite, wo du gerade bist, das ist irgendwo ein offenes Fenster. Da sind ja noch viele Feinde hier am Boden. Ich sehe, was sich da machen lässt. Weißt du, was wahrscheinlich das Problem in deinem Plan sein wird? Das reicht, der ist nicht. Was denn? Sag erstmal, was ist dein Plan? Ich hab keinen Plan. Also dafür, weil du gerade gesagt hast, ich weiß, was ich weiß, was ich da machen werde. Na, dann kann ich den Typ hier mal wegdrehen. Ich will die hier auf im Hof erledigen. Teufel noch eins. Marku. Ja, ich knall den letztes mit der Berserkerklinge ab, damit die im Hof mal ein bisschen Platz machen. Gut, jetzt kämpfen die da schön. Ich werfe da einfach gleich, sobald der eine fast erledigt ist, eine Rauchbombe rein und kill die. Dann kommen wir auch besser zum Eingang. Zieh schon mit der Rauchbombe einfach so eine schöne Rauchbombe rein, dann sind alle quasi erledigt. Zack, zack, zack. Was passiert und tot. Das kommt ab. So, ich weiß jetzt, wo das Fenster ist. Rein müssen. Sag doch mit so einem Scharfschütze. Warum aber am Fenster? Das kriege ich hin. Ja. Hier ist ja sogar noch einer. Das sind ja mega viele. Wo bist du eigentlich gerade? Ich habe, glaube ich, einen Eingang gefunden. Ich habe einen Eingang gefunden, sondern einen recht guten. Ja, aber hier ist der einzige Eingang. Wo soll ich denn sonst hin?